Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge und auch einer neuen Session Minecraft. Ich habe in der letzten Folge irgendwie, ohne mich großartig zu verabschieden, einfach abgebrochen. Das war, weil ich irgendwie gestört wurde. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau warum und wie immer, das ist ja fast schon unser Markenzeichen, beginnen wir mit einer untergehenden Sonne. Ach, ein Traum. Gut, und ich weiß es momentan wieder nicht, obwohl ich gestern erst aufgenommen habe, meine ich. Was wir jetzt genau, wir wollten uns der oberen Etage widmen. Die war ja insoweit schon ein wenig. Nee, fertig. Im Großen und Ganzen. Also die obere Etage ist zumindest begehbar. Und ich würde sagen, gehen wir mal kurz schlafen. Wir gehen kurz schlafen, ohne dass uns ein Zombie auf den Kopf haut. So, vorsichtig. Das ist nichts Böses, nichts Krankes. Okay, genau, wir wollten uns angucken, wie wir das mit der äußeren Wand hier machen. Ich würde nämlich gerne... Aber wie? Ich gehe einfach mal hoch und schaue mir das an. Und mit der Treppe müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Die muss besser werden, liebe Leute. Ja, hier würde ich sagen, könnten wir es ein bisschen... erweitern. Aber wie? Das ist die Frage. Schön wäre es, wenn wir hier noch einen weiteren Block hätten. Sodass wir dann hier so eine Wand nach oben hätten. Aber wie machen wir das dann von draußen? Also das kann hier definitiv schon mal weg. Das möchte ich erstmal... Jetzt haben wir aber definitiv keine Axt mehr, ne? Nein, okay, dann muss ich wieder runter. Ist ja ein Traum. Und ich glaube, wir könnten... Langsamer, wo ist die Werkbank? Die können... Ja komm, gib mal erstmal eine Axt her. So. Eins nach dem anderen. Ich habe schon wieder... Du kommst her. Klopp. So, das ist unsere erste Werkbank, die wir auch gleich direkt mal hier in die Ecke stellen. Ich weiß nicht, ist das eine gute... Ist das eine gute Position für so eine Werkbank? Ja, passt schon irgendwie. So, und dann gucken wir mal, ob wir nicht... So. Zwei. So. Wir machen möglichst eine gerade Zahl. War klar. War sowas von klar. Naja, egal. Nee, den Rest lassen wir dann hier. So und so. So, und ach, das war's schon. Gut, so sehen wir wenigstens mal, wo die Reise erstmal hingehen soll. Und ich würde gerne noch hier oben irgendwie, ja, Lightstones anbringen an den Ecken, damit wir es ein bisschen heller haben. Lightstones haben wir. Doch, wir haben hier Lightstone. Ach, wie schön. Und wir haben hier die Steinstufen. Ich würde mal gerne probieren. Alles klar. So, einmal hier oben. Einfach nur hier oben. Machen wir da jetzt noch so ein Steinding hin? Oder sehe das doof aus? Okay, das sieht komplett dämlich aus. Spitzhacke. Achso, hier. Okay. Gut, nee, muss ja auch nicht sein. Haben wir irgendwas anderes, was da eventuell stattdessen hin könnte? Das hier? Leuchtet das jetzt alles durch? Ernsthaft? Ist ja doof. Aber so sieht das jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht unbedingt nach dem aus, was ich mir jetzt vorgestellt habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Halt, wer da? Okay, Schweinchen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich mir anders vorgestellt. Und du, komm mal her. Moment mal, geht das? Ich muss mal was ausprobieren. Ne, das ist eine Druckplatte, die wollte ich jetzt nicht. Probieren wir einmal das aus. Ja, super. ja, schade. Leuchtet irgendwie alles durch. Verstehe ich nicht, aber okay. Komm, abmachen. Ja. Gut. Wir wollten nach oben gehen und erstmal den Rand wegschlagen. Und wie es aussieht, liebe Leute, muss ich noch ein paar Folgen machen.
bis ich tatsächlich an mein Ziel komme. Bla. So. Dauert ja alles doch ein bisschen länger als eigentlich geplant, was mir wirklich leid tut. Es tut mir wirklich leid, aber ist leider nicht änderbar. Naja, was willst du da machen, ne? Da kannst du nichts machen, nur dumm aus der Wäsche gucken. So, Frage ist, machen wir das drumherum größer oder machen wir das nur seitlich größer? Was sehe gut aus, was sehe doof aus? Kreuz an, ja, nein, vielleicht. Nee. Vor allem, ach, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich mach mal hier. Ja, ich weiß, das zieht sich wieder in die Länge, aber letztendlich, wir wollen ja etwas haben, was für die Ewigkeit ist. Prinzipiell halt für die Ewigkeit im Rahmen dieses Minecraft-Projektes. Und da hätte ich es doch schon gerne schön. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Und es kommt ja noch zum WoW Let's Play. Und ich habe, liebe Leute, als kurze Info, falls euch das interessieren sollte, aber jeder, der hier zukommt, den dürfte das interessieren. Ich werde entgegen meiner Aussage, dass ich Trine 2 jetzt auf den 18 Uhr Slot setze, mich tatsächlich umentscheiden und nach dem Hobbit Thief spielen. Da gab es jetzt die Tage ein richtig schönes Angebot, irgendwie von Square Enix. Und das hat irgendwie nur 5-6 Euro gekostet und da habe ich sofort zugegriffen. Weil Thief, ich weiß, es wurde zur damaligen Zeit komplett tot gespielt. Ich trinke mal einen kurzen Schluck, Moment. Wurde zur Zeit des Releases tot geplayed, let's played, aber ich fand es trotzdem so genial, dass ich es einfach spielen musste. So, jetzt könnte ich, wüsste eventuell. Ja, das wäre, das sehe doof aus. Könnte ich mit Treppen, habe ich solche Treppen hier, wie würde das aussehen? Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, komme ich da überhaupt ran? So, ich mache mal ein paar, um zu gucken, wie das aussehen würde. Dann hier natürlich. Naja, das war ja mal klar. Gib mir mal bitte schnell die Speinhacke, die Spitzspeinhacke. So und so. Und dann noch den hier. Wie würde das? Es wird ein bisschen dunkel. Wäre ein bisschen dunkel, aber vielleicht gar nicht mal so schlecht. Müsste da oben, natürlich hier oben ab, aber. Und dann könnten wir hier drauf weiter aufbauen. Ich glaube, das wäre wirklich nicht schlecht. Ich glaube, das mache ich auch. Allerdings ist es natürlich ein bisschen blöd jetzt hier, dass man hier so schwer rankommt. Ja, liebe Leute, wie gesagt, ich werde demnächst anstelle von Trine 2 Thief spielen. Ja, und wie gesagt, Minecraft, das Projekt dauert dann tatsächlich doch noch ein bisschen länger, bevor wir uns dann WoW widmen können. Aber wir wissen ja, mit Thief, Minecraft kann man eh nicht viel falsch machen. Das ist auch wieder so eine Sache in den Foren, in den Let's Play Foren. Und zwar in sämtlichen, ja, also nicht nur in dem offiziellen großen deutschen Let's Play Forum, sondern wirklich in allen. Und auch generell in der Let's Player Szene. Dass man da immer gesagt bekommt, ja, wenn du Minecraft spielst, dann hast du sofort 100 Millionen Abos und tausende von Views und dann läuft der Kanal von alleine. Und ich frage mich da immer, mit was für einer Grundlage argumentiert man so? Ich meine, wirklich jeder spielt Minecraft. Ja, okay, stimmt, natürlich. Ne? Ich ja auch, oder wir ja auch. Komme ich da hin? Ja, doch, Tatsache. Aber ganz ehrlich, wenn es so einfach wäre, dann hätte ich doch jetzt schon 100.000 Abonnenten, so wie die es erzählen. Dann frage ich mich immer, das sind auch sowieso immer diese Experten, vor allem jetzt, ich beziehe mich jetzt mal nur auf die Foren, das sind sowieso immer diese Forenexperten, die es wirklich aber in jedem Forum gibt. Es können das beste Forum sein, ja,
wo man sich wirklich komplett super austauscht und alles schön tutti ist und gar kein Problem. Es gibt immer mindestens einen, der querschlägt. Immer. Egal in welchem Forum. Ganz egal in welchem. Und es ist leicht nervig, aber die wirst du einfach nicht los. Ich meine, das ist ja schon fast schon so ein, ja, so eine Art Maskottchen, ne? Nur mit dem Unterschied, Maskottchen mag man normalerweise. Und diese Forenexperten, also ganz ehrlich, das war jetzt super dumm. Ich mag sowas ehrlich gesagt nicht. Doch generell, wenn du mit Let's Plays anfängst und du dich informieren möchtest im Forum, ja? Und man jetzt zum Beispiel fragt, ich möchte gerne ein Videobearbeitungsprogramm. Ja, weil ich bin Anfänger, ich habe nur nicht so viel Ahnung. Empfehlt mir da mal was. Prompt kommen die ersten Vertreter, beziehungsweise immer wieder dieselben, die sagen, du brauchst Megui. Heißt so, Megui, ne? Ich weiß nicht, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das benutzerunfreundlichste Programm, also zur damaligen Zeit auf jeden Fall, vielleicht hat es sich in einigen Updates jetzt mittlerweile geändert. Ich kann es aber nicht verstehen, gerade für Anfänger, die nicht mit der Materie vertraut sind, denen sowas zu empfehlen, das ist doch kontraproduktiv, aber komplett kontraproduktiv. Ja, okay, und dann kriege ich als Argument, das Argument hatte ich nämlich damals auch, beziehungsweise die Diskussion damals. Und da habe ich gesagt, was will ich damit? Ich möchte doch einfach nur ein normales Videobearbeitungsprogramm mit Timeline, wo ich ganz einfach per Drag and Drop meine Projekte reinziehen kann, ein bisschen mit Musik untermalen kann, eventuell bestimmte Stellen im Video halt mit Effekten versehen kann. Und das war's. Und dann kriege ich wirklich als Argument entgegengeschmettert, ja, aber mit Megui kannst du jeden einzelnen Frame komplett selbst zuweisen und kontrollieren und auf Hundertstel Sekunde genau justieren, kalibrieren, was auch immer. Und das kannst du mit den anderen Programmen nicht. Und ja, klar, stimmt, natürlich, aber das will ich gar nicht. Weil beispielsweise ein Schreibprogramm à la Word, ja, da will ich auch nur einfach ein Programm öffnen. Da will ich ein Textfeld haben. Da will ich bestenfalls Schriftart und eventuell ein bisschen formatieren können. Mehr aber auch nicht. Ich will doch jetzt nicht wirklich sämtliche Attribute jedes einzelnen Schriftzeichens frei konfigurieren können oder sogar müssen teilweise, nur damit ich irgendwie mal einen kurzen Brief abtippen kann. Das ist doch blöd. So kann man das so lassen. Wenn ich das jetzt hier mit Fackeln mache, könnte man das unter Umständen so lassen. Ja. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen, dass man das von außen ein bisschen Leute sieht. Ist ein bisschen grau in grau, oder? Aber ich finde das gar nicht mal so schlecht, weil ganz ehrlich, immer dieses Eichenholz, gut, das war jetzt ein bisschen wenig Eichenholz, aber normalerweise macht man sowas mit Eichenholz. Ich finde sowas auch mal was anderes, ganz ehrlich. Und innen drin, dass man dann. Aber das machen wir jetzt noch, ja? Jetzt habe ich keine. Oh. Ich habe aber auch nichts an Werkzeugen. Nichts. Das ist ja wirklich ein Trauerspiel. Ich hoffe, wir haben noch genügend Eisen am Start. So, Kies habe ich natürlich zufälligerweise nicht richtig. Das wäre auch zu viel des Guten, glaube ich. Kies, 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 Kies. Nein, kein Kies. Gut, nö, ist ja nicht schlimm. Dann gucken wir mal. Ich glaube, da hinten in der Kiste hatten wir doch ein bisschen Kies verpackt. Kann das sein? Kies, 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 Kies. Sehr schön. Ich habe was. So, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Ist doch eine Unverschämtheit hier. La, 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 la. So, das machen wir jetzt auch mal kurz. Kies, Kies, Kies. Na, Kies. Hallo, warum habe ich denn das nicht auf jetzt? Ich habe das doch. Hallo? Was habe ich denn hier gemacht? Noch gar nichts. Jetzt aber. So, dann passt das auch, seht ihr? Ich finde, das ist schön. Dann geht es da hinten eventuell noch weiter oder weiß ich nicht. Und dann da hinten. Ach, das wird schön, das wird schön. Wie gesagt, hier müssen wir noch ein bisschen gucken, dass wir hier ein bisschen besser beleuchten. Boah, wir müssen hier sehr viel beleuchten. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich meine, gut, das ist jetzt halt wieder. So, dann schaue ich mir das mal eben von oben an. Doch, wenn wir jetzt.
hier eine Wand hochziehen. Allerdings jetzt ist da wieder die Frage, was für ein Material benutzen wir für die obere Etage? Wieder Steinziegel wäre doch ein bisschen oll, oder? So, die können wir hier abgrasen. Wo ist meine Axt? Dum, 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 dum. So, da hinten war nichts. Nee, das möchte ich mir ersparen. Allerdings ist jetzt das Problem. Bäh, das ist ja doof. Dann hätten wir das hier gar nicht gebraucht. Eventuell können wir dann hier mal eine kürzen. Wenn wir das schon haben, dass wir hier so eine Wand hinstellen, da haben wir wieder eine Dreierbreite. Das wäre dann echt ein bisschen too much. Wenn wir das dann ein bisschen kürzen würden. Doch, dann wird das ausreichen. Und wir hätten noch ein bisschen mehr Licht. Doch, das wäre schön. Ja, ich weiß, es dauert zwar ein bisschen, bis wir das hier alles fertig gemacht und gestellt haben. Das muss auch weg, ne? Das sieht auch ein bisschen... Was? Voll die Höhlensound... Der Höhlensound. Das müssen wir unbedingt noch anders machen. Das möchte ich auch wirklich anders machen. Boah, weiß ich nicht. Wenn wir das so machen, so machen... Ja, es wird dann doof aussehen. Schade, egal. Da lassen wir uns noch was einfallen. Und hier, was mache ich jetzt hiermit? Sollen wir da diese Steinziegel wieder nehmen? Würde das aussehen? Das wäre dann aber way too much, oder? Was benutze ich denn die ganze Zeit für Anglizismen? Was soll denn das? Boah, das ist wirklich schwierig. Was aus Wolle wäre wieder too lame? Ey, was ist denn los mit mir? Hallo? Das wäre zu... Ich schwenke mal um. Ich bin jetzt hier gerade nur mit einer Hand am PC, beziehungsweise einer Maus. Mit der anderen schließe ich gerade meinen Kopf ab, um nachzudenken. Das ist immer so meine Nachdenkerpose. Wie mache ich das jetzt mit der oberen Etage? Es ist eine Bücherei und die soll ja auch dementsprechend... Eine Bücherei. Was ist denn charakteristisch für eine Bücherei? Ich weiß es nicht. Das kann man so oder so halten, ne? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also das ist okay. Da muss nichts drauf. Ähnlich wie hier unten vielleicht, dass wir das auch wieder so mit den Steinziegeln machen. Allerdings, dass wir dann... Oh, Entschuldigung. Oben anstelle diesen... Schwarzeichenholz, dann normales Eichenholz nehmen. Wie sind die Worte gerade entfallen? Hat man gemerkt, weil ich jetzt so, ne? Ich weiß es nicht. Ich mach mal eben kurz ein Thumbnail. Wird immer besser. Ne, ich hab... Ich muss mal kurz überlegen.